Mahlzeit, Freunde. Willkommen zurück. Final Fantasy 15. Wir sind wieder in Lestalum gelandet. Ich habe gesehen, beim letzten Part war die Musik ein bisschen lauter als ich. Und das habe ich jetzt ein bisschen geändert. Hoffe, das ist jetzt okay so. Ja, wir müssen zum Pekla Panorama Park. Der ist ja direkt hier quasi unten. Und da wartet schon jemand auf uns. Ach, den kenne ich doch. Das ist doch Aiden, oder? Jawohl. Nanu. Ihr auch hier? Ach, nicht der schon wieder. Na, Lust auf ein Märchen? Es war einmal ein göttlicher Riese, der den König rief. Doch der König verstand des Riesen Sprache nicht und so zerbarst sein Kopf beinahe vor Schmerzen. Und was geschah dann mit ihm? Wieso fragt ihr nicht den Riesen? Er scheint euch etwas mitteilen zu wollen. Sollen wir? Und? Wir folgen ihm erstmal. Und sehen, was kommt. Ja. Alles klar. Namen sind Schall und Rauch. Und meiner ist dazu noch schrecklich lang. Also nennt mich einfach Arden. Kommt mit mir zum Parkplatz. Ich habe mein Auto dort gelassen. Ich mime gerne den Chauffeur für euch. Aber ihr habt ja selbst ein Auto. Den Regalia. Nicht wahr? Vielleicht ist es besser, wenn wir mit zwei Autos fahren. Dann ist es nicht ganz so eng. Was ein Doof, ey. Strahlender Sonnenschein, 80 Grad und der läuft hier rum mit Mantel, Schal und tralala. Gut. Achso, erstmal warten, ne? Ja. Ja. Was hast denn du für ein Auto? Hast du das Auto da oder was? Ne, den da. Digga, wo willst du hin? Aber prompt, geh einfach weg. Seid ihr soweit? Ja, und los. Und ich bestimme, wer fahren soll. Du. Du sollst fahren. Ja, ich lass Ignis fahren. Ignis, fahr du. Der Arme muss ständig fahren. Gönn ihm doch mal eine kleine Auszeit. Gut. Dann fährst du also den Regalia. So, bereit zur Abfahrt? Ja, doch. Oh, Kapitel 4 ist es schon. Okay. Wann hat denn 3 angefangen? Weiß ich gar nicht mehr. Naja, egal. Aber damit das klar ist, das wird, wenn ich euch abhänge. Und wehe, ihr fahrt zu dicht auf und zerschrammt. Ja, doch, ist ja gut. Schön die Sicherheitsgurte anlegen, Kinder. Am Kai war der Kerl auch schon. Ob er eine Reise macht? Wenn du mich fragst, ist das mehr als nur ein Zufall. Mir kommt es eher so vor, als würde er uns verfolgen. Ja, das Gefühl habe ich auch. Und es beunruhigt mich. So wie die Frage nach seiner Herkunft. Wie ein Niflheimer wirkt er eigentlich nicht, oder? Wie ein Lucianer, allerdings noch viel weniger. Ich glaube, der Weg jetzt zu dieser scheiß Platte ist ellenlang. Hoffentlich ist das unser letztes Treffen. Ja, aber ohne ihn kommen wir nicht zum Zentrum der Kautes-Platte. Markt, was hältst du von dem Typen?
Keine Ahnung, vielleicht hat er eine Midlife-Crisis und sucht Anschluss zu jungen Leuten. Ja, stimmt. Das könnte gut sein. Ach nee, wir sind ja schon da. Erstmal bei unserem Plan. Ja, okay. Wenn's brenzlig wird, seilen wir uns ab. So, da ist ja schon die Platte. Noct, was machen die Kopfschmerzen? Jetzt geht's gerade. Sie kommen und gehen. Hoffentlich bleibst du verschont, solange du fährst. Fahr rechts ran, wenn's weh tut. Wahrscheinlich bekomme ich jetzt für die Autofahrt auch LP. Willst du etwa schon wieder zelten? Erholen wir uns lieber richtig. Campen ist erholsamer als jedes Hotel. Was findest du am Campen bloß so toll? Viele Mückenstiche vielleicht? Es geht nichts über den unvergleichlichen Duft der Natur. Kein Zeitdruck und ein Gefühl der absoluten Freiheit. Was haltet ihr davon, hier zu rasten? Was hältst du davon und... Der Riese rennt euch schon nicht. Das ist nicht der springende Punkt. Also übernachten wir mit Arden. Niemals. Im Refugium können wir zelten. Nein. Wisst ihr, zelten ist nicht mein Stil. Dort drüben ist ein Wohnmobil. Ich spendiere die Übernachtungskosten. Hm. Ja, komm. Nicht schlecht. Hat irgendwie was von einer Reise. Ist ja auch eine. Mach halt. Genau, das ist das, was ich eben gemeint habe. Ich habe von Ardin eine Lockpfeife bekommen. Mit dieser kann ich Gegner in der Umgebung anlocken. Und das ist halt das, was ich eben erwähnt habe, das mit dieser Königswaffe. Das zeige ich euch dann später mal. Ich bin vom Blute der Kanadier. So, Nebenaufgabe, die mache ich offscreen. Und jetzt, was haben wir hier? Achso, jetzt muss ich, was muss ich jetzt machen? Bonjour. Ab hier gibt es kein Zurück. Sag. Ja, doch. Den Meteor als Energiequelle zu nutzen, ist mehr als brillant. Zapfen Sie den Meteor dafür an? Als der Meteor auf Eos stürzte, war es Titan, der ihn vor dem Aufprall abfing. Die Menschen sammeln die Bruchstücke ein, die dabei vom Meteor absplitterten. Und noch immer trägt der Riese ihn auf seinen Schultern. Echter Knochenjob. Bestimmt ist er ziemlich verspannt. Kein Wunder, dass die Bewohner Daskas den Riesen so verehren. Es hat sich ein regelrechter Kult gebildet. Ich frage mich, wie es tatsächlich unter dem Meteor aussieht. Ja, ob wir das jetzt erfahren? Hm. Schauen wir mal. Da drinnen herrschen ziemlich hohe Temperaturen. Macht deine Kamera das mit? Berufsrisiko. Solange sie nicht ins offene Feuer fällt, sollte sie halten. Wenn sie kaputt geht, kriegst du keine neue. Lass sie lieber im Auto. Nein, niemals. Vielleicht sehen wir sogar den Riesen. Die Gelegenheit auf den Schnappschuss darf ich mir nicht entgehen lassen. Der passt doch ohnehin nicht ins Bild. Ein Versuch ist es wert. Es gibt kein Fundbüro für verpasste Chancen. Wow, prompto. Den Spruch habe ich mal auf einer Klotür gelesen. Ah, naja, klar. Ist aber ein sehr guter Spruch. Das könnte man sich fürs Leben merken. Und deine Brille, Ignis, beschlägt die bei der Hitze nicht? Solange es nicht auch noch feucht da drin ist. Und wenn doch, kannst du sie ja einfach abnehmen. Seine Augen sind schließlich gar nicht so schlecht. Ach, wirklich? Nun, ich kann auch ohne Brille noch genug sehen. Echt? Wieso trägst du sie dann überhaupt? Naja, es geht nicht darum, was er sehen kann. Eher darum, was seinem Blick entgehen könnte. Ja, ich bevorzuge einen scharfen Blick. Ah, stets wachsam und immer auf der Hut. Was, Ignis? Sozusagen. Ich liebe dieses Lied. Fisherman's Sag mal, Ignis, wie ist das eigentlich so für dich als Beifahrer? Beängstigend. Was soll das denn heißen? Immerhin ist Noct mehrmals durch die Prüfung gefallen. Hatte halt Pech. Lies ein Buch, Ignis. Das lenkt ab. Mag sein. Wir sind da. Ist das auch wahr? Haltet ihr mich etwa für einen Lügner? Naja, so ganz sauber bist du nicht. Schon allein dieser Umweg. Hallo. Ich... Einfach so. Na, überrascht.
Ich habe mehr Einfluss als man mir auf den... So, ihr habt nun eine Gottheit zu besuchen. Kommst du nicht? Ich wollte euch doch nur bis zu seiner Haustür begleiten. Okay. Ein echt seltsamer Kerl. Hoffentlich sehen wir ihn nie wieder. Naja, ganz so schlimm ist er auch nicht. Darf ich jetzt hier überhaupt fahren oder bin ich jetzt dazu gezwungen? Immerhin kennt er eine Menge Märchen. Gutes Indiz für einen Wahnsinnigen. Ob ich mich hier wieder wenden kann, weiß ich auch nicht. Na, zur Not lasse ich den Wagen halt abschleppen, das ist nicht das Thema, aber... Ich weiß nicht, ob ich hier... Ey, jetzt mach doch mal... Entscheid dich mit dem scheiß Dach jetzt mal hier, ey. Was soll denn das? Auch geil, ich fahre zu einer Gottheit. Auch nicht schlecht. Oh. Ich glaube, hier muss ich laufen. Also gehen wir hier lang weiter? Ja, finden wir raus, was das Imperium hier treibt. Okay. Ein Super-Elixier, dankeschön. Diese Ruinen. Bin ich jetzt im Inneren des... Oh, Tatsache. Was ist denn das? Wow, sieht aus, als hätten wir ein Königsgrab entdeckt. Na dann, hol dir mal, was dir zusteht, Nacht. Ja, in Ordnung. Ah, endlich mal wieder ein Schwert. So. Ah, ein Erdbeben! Und was für eins? Vorsicht! Zurück! Gott! Ich hab dich! Komm, hoch mit dir! Na, wenn das mal nicht Titan ist. Der Steinriese aus der Legende. Scheint, als hätten wir ihn geweckt. Er versucht, mir etwas zu sagen. Alles in Ordnung, Nockt? Ein Glück, ihr lebt. Könnt ihr hochklettern? Nein, aber hier ist ein Weg. Wir gehen schon mal vor. Sucht einen Weg hier runter. Verstanden. Wir treffen uns später wieder. Seid vorsichtig. Ja! Was? Wir gehen alleine weiter? Nicht alleine davon, Nockt. Dann leg einen Zahn zu. Fire. Die sind schon aufgebracht genug. Stachel sie nicht noch an. Ja, ja, Mama. Hör zu, wenn ich dir einen Rat gebe. Ich kenne deine Ratschläge schon auswendig. Unter dem Meteor ist die Gruppe hohen Temperaturen ausgesetzt, die die Zustandsveränderung Gluthitze auslösen. In diesem Zustand nehmen die LP langsam ab. Na, bravo. Hallo? Ach da. Kommst du jetzt her, du Saftsack? Hier ist doch bestimmt irgendwas versteckt. Wie sind solche Temperaturen überhaupt möglich? Ich glaube, mir platzt gleich der Kopf. Feuer. Also ich sehe nichts davon, dass meine LP abnehmen. So, ihr seht jetzt hier links an meinem Waffenrad diesen blauen Kreis. Und das ist diese Königswaffengeschichte, die eben erwähnt wurde. Oder beim letzten Teil vielmehr. So, was haben wir hier? Eine Schwungfeder, cool. Gut.
Wieder Feuer. Unbeschreiblich. Nocht, hier lang. Bloß kein Fehltritt hier. Schneller, Mann. Ich will das hinter mich bringen. Geht's nicht vielleicht noch ein Stück langsamer? Alter, halt dich fest! Mein Kopf! Verdammt, das hat jetzt gerade noch gefehlt. Beeil dich, schnell, rüber! Nord, schaffst du es alleine? Oh nein! Jetzt reicht's langsam, Titan! Ich hab genug! Spar dir die Tiraden für später! Komm! Schneller! Sei still! Schneller geht's nicht! Nur noch ein Stück. Fast geschafft! Ziemlich rauer Empfang für einen König, was? Du willst reden? Sprich deutlicher. Ich sehe schon. Ihr versteht euch. Weiter! So, jetzt habe ich diese Glutphase. Aber nur, wenn ich auf der Lava laufe. Also wenn ich jetzt... Genug von dem ganzen Gelatsche. Wenn ich jetzt hier drüber gehe, aber dieses Schwarze... Gucken wir mal. Ich habe die Schnauze voll. Ständig diese Nörgelei. Was ist denn jetzt los? Nacht! Bist du nun ein Luzis oder nicht? Klar. Was soll die blöde Frage? Natürlich bin ich das. Denkst du, ich hätte das vergessen? Tut mir leid, ich weiß. Es ist nicht leicht. Aber... Hast du eine Ahnung, wie oft ich heute schon dachte, dass ich dich verloren hätte? Wir Amicitias sind Leibwächter des Königs. Seit ich ein Kind war, bleute mein Vater mir ein, dass ich dich beschützen muss. Und mittlerweile erfüllt es mich mit Stolz, dein Schild zu sein. Ich weiß, die Kopfschmerzen lenken dich ab. Aber hör mir zu, wenn ich dich warne. Ja, verstanden. Was? Angespornt durch Gladius' Worte erhält Noctis die Zustandsveränderung König und Schild. Seine Stärke ist temporär um 50% erhöht. So, Wowzi. Hab mich abreagiert. Gehen wir. Okay. Lauf nicht mehr alleine davon. So, habe ich jetzt hier diesen... Gladio. Ja, genau. Wenn ich auf das Feuer trete, auf die Lava... Bin deinem Vater was schuldig. Ach was. Na nun. Klingelt das Telefon? Ignis! Seid ihr okay? Hör zu, das Militär ist... Aufgelegt. Meinte, die Niffen wären hier. Oh, das hat uns noch gefehlt. Megatrank, geil. Coole Sachen hier versteckt. Mega Phönix, Megatrank, alles da. Oh, da sind ja die. Endlich angekommen. Ja, endlich. Wow. Wo ist unser Gesicht? Ach, da. Die Prüfung des Titan. Also erinnere mich irgendwie an Final Fantasy 13. So, und jetzt bin ich hier. Hey! Ah. Hier bin ich!
Sprich gefälligst meine Sprache! Ich bin schließlich nicht zum Spaß hier! Hey, du spinnst wohl! Was soll das? Dann habe ich wohl keine Wahl. Ach du Scheiße. Nord! Alles okay? Danke. Lass uns abhauen. Das ist aussichtslos. Ja, den Kampf können wir nicht gewinnen. Wir dürfen dein Leben nicht aufs Spiel setzen. Schnell! Alter, darf ich mal kurz hier um die Ecke gehen? Hier sind wir ihm ausgeliefert. Lauf! Das sagst du so einfach! Scheiße, wie kommt denn hier hoch? Hier rüber! Los! Scheiße! Alles okay? Weiter! Er will einfach nicht locker lassen! Von diesem Mist! Yeah.
Hast du die Königswaffen aktiviert, kannst du deinen gesamten Limitbalken einsetzen, um deine Spezialfähigkeit Exekutive einzusetzen. Dazu muss allerdings mindestens ein Gefährte kampffähig sein. Je mehr Limitlinie übrig ist, desto stärker wird der Angriff. Okay, dann versuchen wir das mal. Dann wollen wir mal. Ist es endlich vorbei? Hä? Was ist los? Was macht er? Titan! Oh, hier gewesen? Darum hast du... Mist, wir sitzen fest. So verwirrt. Hattest du bei meinem Namen nicht schon Klick gemacht? Nennt mich einfach Arden. Isunia. Der Kanzler von Niflheim? Zu euren Diensten. Ich bin nämlich hier, um euch zu helfen. Ich tue euch nichts, vertraut mir. Obwohl, im Grunde habt ihr ohnehin keine Wahl. Hüpft rein. Oder wollt ihr lieber sterben? Ich sehe keinen anderen Ausweg. Gehen wir. Komm, Noct. Schon gut. Ich habe das Siegel des Riesen erhalten. Okay. Und 3000 EP. Sehr schön, ne? Und Level 50. Das wird auf jeden Fall gesaved, ey. Das ist ein cooles Bild. So. Wo bin ich jetzt oder wo komme ich hin? Das war schon Kapitel 4. Okay. Gut. Das ging relativ schnell, leider. Ja. Das war's dann auch mit diesem Part.
Mal gucken, wo ich jetzt lande. Ich weiß es ehrlicherweise gar nicht mehr. Mal gucken. Ach ja, ich habe jetzt kein Auto mehr, so war das. Was für ein Glück, dass ich gerade in der Gegend war. Und was willst du jetzt mit uns tun? Überhaupt nichts. Ich setze euch lediglich an einem sicheren Ort wieder ab. Und das, obwohl du aus Niflheim bist? Pronto, sag doch nicht so etwas. Oder willst du uns etwa erzählen, dass alle Niflheimer böse sind? Nein. Hey Nott, was ist mit dem Regalia? Den holen wir gleich. Ja, schnellstmöglich. Aden. Bist du uns nicht feindlich gesinnt, so bitte ich dich, uns hier abzusetzen. Du willst Stratege sein? Da ist alles voll mit Soldaten. Und hier wollt ihr raus? Du brauchst dir überhaupt nicht solche Sorgen zu machen. Ich setze euch schnellstmöglich in Sicherheit ab. Auf dass ihr den Regalia unversehrt wiederfindet. Oberkommandant Ravus Nox Fleury auch auf die Straßensperren der letzten Tage ein. Wir haben Grund zur Annahme, dass die Terroristen, die hinter den Angriffen auf die Zitadelle stecken, in der Region Daska untergetaucht sind. Die Straßensperren wurden errichtet, um die Festnahme zu beschleunigen. Wir sind fest entschlossen, die Bevölkerung vor dieser Bedrohung zu bewahren. Er betonte, dass die Armee ihre humanitäre Hilfe in Insomnia fortsetzen wird. Und nun eine Meldung zu den zahlreichen Erdbeben, die die Regionen Daska und Klain erschütterten. Die imperiale Armee sagte dazu Folgendes. Unsere Forscher konnten bestätigen, dass Bewegungen Titans die Ursache der Erdbeben waren. Um die Bewohner der Regionen vor weiterem Schaden zu bewahren, haben wir sie für immer unschädlich gemacht. Augenzeugen bestätigen, dass Titan von der Kautesplatte verschwunden ist. Ah, ich weiß wieder, wo mein Auto ist. Was sollen wir denn ohne den Wagen machen? Warten wir erstmal, bis Sydney die örtlichen Werkstätten abgeklappert hat. Machen wir uns doch nichts vor. Die Niffen haben die Karre. Mein Regalia ist weg. Dann könnte uns ja dieser verrückte Kauz wieder helfen. Kanzler Isunia? Er stellt ein Problem dar, keine Lösung. Also, was nun? Wir warten, bis Sydney sich bei uns meldet. Bis dahin gibt's qualmende Socken. Guck mal, Umbra! Ob er eine Nachricht für uns hat? Okay, komm, das machen wir noch eben. Wo willst du hin, Junge? Ja, das gebe ich aber jetzt wirklich. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Hier habe ich den Segen Titans erhalten. Ja, dann nehmen wir das doch mal. Richte Luna aus, dass es mir gut geht. Ja. Der König schenke ihr Gehör. Diese Stimme wird den König geleiten. Berstendes Grollen und gleißendes Licht verbinden Himmel und Erde. Der König muss den Sturm bezwingen. Noctis muss sich eine weitere Astralkraft aneignen. Berühre die drei Steine Ramus, die in der Region Daska verteilt sind. Auf dem Rücken eines Chocobos lassen sich die langen Strecken besser bewältigen. Luna Freya den Ring aufbewahrt, haben wir eine Sorge weniger. Also treffen wir sie in Altissia. Ja, wir brauchen ein Boot. Vielleicht sollten wir es in Kaim versuchen.
An den geheimen Docks? Möglich. Ich frag mal Iris. Und, was machen wir derweil? Wir suchen den Donnergott. Neuer Tag, neuer Gott. Ja, sehr cool. Dann auf dem Weg zu Ramu. Bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss.